Aisha, we have talked about das deutsche Frühstück, but what do Germans eat for lunch? Hallo Louis. Ja, das Mittagessen. That's a very important meal too. Well, what do Germans eat for lunch? It depends on your taste, I guess. Tourists often think that die deutsche Küche, the German cuisine, only consists of Schweinshaxe und Sauerkraut. Yeah, Schweinehaxe und Sauerkraut. That is a typical cliché, but so is Bratwurst, I take. Yeah, we have traditional German dishes, but also a lot of influences from other countries. So it wouldn't be unusual for Germans to have a Turkish Döner Kebab, Spaghetti oder eine Pizza for lunch. Interesting. Other than Schweinehaxe und Sauerkraut, what are considered typical German dishes, Aisha? Deutsche essen viel Fleisch. I've read somewhere, Deutsche essen etwa 80 Kilogramm im Jahr pro Person. That's 80 Kilogramm per year per person. Deutsche essen viel Fleisch, ha? Huh? Deutsche essen etwa 80 Kilogramm im Jahr pro Person. That is 80 kilograms. Well, that is roughly 170 pounds. I don't think that's that much, Aisha. I've heard that Americans eat about 200 pounds per person. Wow, das ist viel. So, typische deutsche Fleischgerichte, Meat Dishes, Schweinebraten, Hackbraten, Kasseler, Schnitzel und Frikadellen. Okay, well, let me see. Typische deutsche Fleischgerichte, Schweinebraten, Hackbraten, Kasseler, Schnitzel und Frikadellen. Wow, so that means that it's all coming from the Schwein, the pig. Ja, ich glaube schon. I think so. You have probably heard about die Würstchen. Sausages. There's a huge variety. Just to mention some, Bockwurst, Frankfurter und Wiener Würstchen, Currywurst und Knackwurst. Yeah, you guys are famous for your Würstchen. But let me try to repeat this. Bockwurst, Frankfurter und Wiener Würstchen, Currywurst und Knackwurst. But what do Germans eat with all that meat? Zu den Würstchen gibt es meistens Pommes. Fleisch wird oft mit Gemüse, Vegetables, serviert. Kartoffeln, Möhren, Erbsen, Bohnen und Kohl. Okay, so zu den Würstchen gibt es meistens Pommes. French fries, right? And then Fleisch wird oft mit Gemüse serviert. Kartoffeln, Möhren, Erbsen, Bohnen und Kohl. Germans eat a lot of Kartoffeln, potatoes, right? Ja, Kartoffeln sind sehr beliebt. Wir Deutsche essen ungefähr 65 Kilogramm Kartoffeln pro Jahr pro Person. Wow, 65 Kilogramm Kartoffeln pro Jahr pro Person. That is a lot of Kartoffeln. I've heard about the Bratkartoffeln. They must be delicious, huh? Ja, ich mag Bratkartoffeln. Deutsche essen nicht nur Schweine- und Rindfleisch. Rindfleisch is meat from the cow. For example, es gibt auch Hähnchen, Chicken und Fisch. Beliebte Fische sind Lachs, Hering und Thunfisch. Okay, I see. Deutsche essen nicht nur Schweine und Rindfleisch, es gibt auch Hähnchen und Fisch. Beliebte Fische sind Lachs, Hering und Thunfisch. Hey, ich mag Fisch nicht, Aisha. Deutsche leben auch oft vegetarisch oder vegan. We do have a lot of vegetarians and vegans in Deutschland. I have read somewhere, es gibt ungefähr 8 Millionen Vegetarier und 1 Million Veganer in Deutschland. Wow, let me try to pronounce that. Vegetarier, Veganer, 8 Millionen Vegetarier. Well, that's about 10% of the German population. And Veganer, that makes about 1%. Ja, ich mag vegetarisches Essen gerne. Gefüllte Paprika mit Reis sind sehr lecker. Stuffed peppers with rice. Yummy. Und dazu eine Apfelschorle gegen den Durst. And an apple spritzer for your thirst. Wow, Aisha, well, vielen Dank. And now, ich habe Hunger.